Und damit man Geschichte versteht, muss man wissen, wo eben das Gleichenberger ist. Gut. Ob es euer Brot schön zusammenpappelt? Ja, gut. Da ist auch noch ein Wengerl, wer einen Hunger hat. Also, die Geschichte, was ich euch erzählen will, die erzählt man sich dort, wo ich herkomme, allweil dann, wenn man sagen will, dass man das Leben leben soll, dass man die Liebe lieben soll, weil das Schicksal, ein blöder Weiß, keine Gründe eh nie nicht nennt. Nein. Da ist noch ein Brot. Ist zusammen das Döller. In dem gleichen Berg Leiteln, vor langer, langer Zeit, da hat einmal ein fescher Kampel gelebt. Also eine 25 Länz alt. Kober hat er geheißen. Aber auch nicht so Kober, wie er ich heiß. Der hat Kober geheißen mit seinem Vornamen. Das ist anders Kober. Und den Koberleiteln, den haben sie alle so boter gern gehabt. Weil der Kober, der hat was können. Der hat lachen können. Leiteln, wenn der Kober gelacht hat in dem Dörfel, wenn der gelacht hat, da hat man ihm im ganzen Dörfel lachen gehört, im ganz gleichen Berg. Und jeder, der dem Kober hat lachen gehört, dem ist es in seiner Brunst drinnen a ganz warm geworden. Und er hat dann selber auch lachen müssen, auch wenn er in seinem Leben auch gar nichts zum Lachen gehabt hat. Im Winter, beim Korbflechten in der Stube, da hat der Kober Lust Geschichten erzählt und Lieder gesungen. Und im Sommer beim Heigen, da hat der Kober auch von der Sonne ein ganz seine blonden Haar gekriegt. Aber sein Gesicht, das ist ein ganz braun geworden, so Bronzefarben, so wie es das Geweih ist von einem stolzen Zwölfender Hirsch in die Hohen Tauern. Alle haben gesagt, dass nur einer, der was an einem Sonntag geboren ist, der was ein reines Gewissen hat und der was immer sein Kernölbrot schön aufpappelt, auch so schön lachen kann. Und beim Kober haben alle drei Sachen ein grob passt. Der Kober, der hat auch noch einen Bruder gehabt, den Josef. Der Josef, der war mehr ein Botzenlippel halt. Der hat nicht so gut reingeschaut und gelacht, hat auch nicht so viel. Und irgendwie war er immer ein bisschen neidisch auf seinen Bruder und auf seinen Eltern. Aber der Kober, der hat nichts kommen lassen auf ihm. Nichts, nie nicht, nein. Aber das ist jetzt nicht so wichtig. Wichtig ist, und es wird euch nicht wundern, was ich euch jetzt erzähle, wichtig ist, der Kober hat eine Liebe gehabt. Die Therese. Ein nudelsaubers Dirndl. Die Therese, das war eine Zarte, weißt du? Eine Zarte ist eine, die was mit ihrem Herzen alles weiß und mit ihrem Mund nichts reden muss, weil sie mit ihren Eiklern alles sagen kann. Aber einmal im Frühjahr, da hat der Kober reden müssen. Und Therese, die hat ja gesagt, ja mit ihren Eiklern. Am nächsten Sonntag soll es schon sein, sein Ring soll es tragen, das ganze Dörfel soll dabei sein. Der Pfarrer hat schon gewusst. Leiteln, an dem Sonntag in der Frühe, da war der Kober außerputzt wie fünf Stier vorm Almauftrieb. Der hat überall goldene und rote Bandel gehabt. Und ein schneeweiß, neiges, weiß Hemd hat er auch gehabt. Und in seinen Hut, da hat er sich die Feder eingesteckt, die Feder von einem Storch, der, was ihm war, noch klar vor die vier so gepappelt ist und den er aufpappelt hat. Und dem hat er in der Frühe dann aus hinten einen Sasser zupft und hat es in seinen Hut eingesteckt. Und dann, wie die Sonne aufgegangen ist, da hat er aufgerufen zur Sonne: Sonne, heut!
Heut lache ich mit dir um die Welt. Schau nur oben auf mir. Schau oben, du. Da dann, eine halbe Stunde vor der Trauung, das ganze Dörfel hat schon zusammengewartet auf dem Kirchhof und, das, und die zwei mittendrin, Alarm, Alarm. Osmanen fallen wieder ein, alle Frauen, alle Kinder auf in die Burg und alle anderen Männer, Waffen fassen, Kettenheim, Helm auf. Der Kober zu seiner Therese, ihren Kopf so in die Hand. Mein Therese, du, geh doch nur geschwind ein mit den anderen auf die Burg, hörst. Du, wart nicht zu lang und fürcht dich nicht, hörst. Ich pass auf mir und nachher, wenn's, geh nur geschwind, jo, nachher heirat mal, versprich's dir, hörst. Ich versprich's dir. Es hat eine schiere Schlacht angefangen. Und es hat nicht gut ausgeschaut für die Gleichenberger nah. Nicht gut. Urmal, da hat sogar irgendeiner einen Speer nach den Kober geschmissen, aber just am Ende, in dem Augenblick, ist ein Kamerad von der Seite reingekuppt und hat er den Speer, der was für den Kober denkt, war mitten in die Brust gekriegt und ist er umgeflogen. Da gelegen. Dann haben sie sich aber nochmal zusammengerissen und haben es umgefautzt wieder um die Grenze. Aber haben schwere Verlust gehabt, die Gleichenberger. Ja, wie alles aus war, da ist der Kober, hat er sich dann gedacht, wer er wohl der Kamerad da gewesen ist, der was da so reingekupft ist und ihm das Leben gerettet hat, dass er für ihn nichts mehr tun kann und das hat er gewusst, aber er wollte wissen, wer es ist. Vielleicht kann er seine Familie ehren. Und wenn der, wie der Kober das umgeht zu dem Kameraden, wie er da liegt in seiner blutlachen Schirch und wie er sich zubekniert und wie er dann das, wie er sie aufmacht und wie er da reinschaut, da ist dem Kober kalt geworden. Kalt? Weißt, kalt wird es da manchmal. Kalt ist auch, wenn zum Beispiel, was weiß ich, der Wind und das Eis sich zusammentun, weil sie das Gebirge bestrafen wollen. Das steht also außer gegen den Himmel, steht es außer gegen den Herrgott, steht es außer das Birg. Erst. So kalt ist ihm geworden, weil wie er das Visier da aufschirbt und reinschaut, die Eiglern hat er kennt. Es waren die Eiglern von seiner Therese. Geheirat hat er nimmer. Der Kauberner, geheirat hat er nimmer. Die Leute im Dörfel, in Gleichenberg, die haben den Kober, jeder Einzelne, so genommen und zuberdruckt. Und weil es warme Leute waren, ist der Kober nicht deppert geworden vor Schmerz, vor Weh. Und viel später, die Leute erzählen viel später, da hat der Kober wieder ein wenig lachen können. Nicht viel, aber Wengel. Die Geschichte erzählt man sich, wo ich herkomme, allweil dann, wenn man sagen will, dass man das Leben leben soll. Dass man die Liebe lieben soll, wenn man eine hat, weil das Schicksal keine Gründe in nie nicht nennt. So ist es.